Kommen wir zu Verwaltungsorganisation Teil 1. Wir müssen ja noch die ersten Teile online absolvieren. Insofern hier der Einstieg dazu. Wir haben die drei Teile, so allgemeine Inhalte. Wir haben Wirtschaftlichkeit und Aufbau- und Ablauforganisation. Man muss betonen, dass natürlich das gesamte Thema Organisation nicht so einfach abzuhandeln ist, denn es ist Gegenstand, sage ich mal, der wissenschaftlichen Literatur und auch im Kontext von ja, Digitalisierung, Prozessorientierung und so weiter zu betrachten. Das heißt, wir können im Rahmen der Vorlesung eigentlich nur das Wichtigste machen und deswegen auch die Aufteilung hier in diese drei Teile. Erstmal was Allgemeines, dann wirklich, was ist wichtig in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Da gibt es auch gesetzliche Grundlagen. Und zum Schluss sozusagen ganz konkret eben die beiden Elemente der Aufbau- und Ablauforganisation. Und das, was ich gerade gesagt habe, das spiegelt sich jetzt schon hier auf dieser ersten Folie ganz deutlich wider, denn es ist so, dass es ganz unterschiedliche Organisationstheorien gibt. Und was diese ausmacht, das sieht man dann hier oben, das ist schon beschrieben. Also die versuchen eben, Organisation zu erklären und zu verstehen. Und deswegen gibt es auch nicht die eine Organisationstheorie, sondern eine Vielzahl von Ansätzen. Hier oben finden Sie zwei YouTube-Links. Das erste hier bewegt sich eher so im, sag mal, humorvollen Bereich im Kontext von, was ist eigentlich Bürokratie? Das sollte man sich mal anschauen, so als Einstieg. Und das zweite ist Niklas Luhmann, ein ganz bekannter Wissenschaftler, der ja gesellschaftliche Entwicklung sehr gut erklärt hat und auch die Zusammenhänge in Organisationen sehr gut erklärt. Und dieses Video ist wirklich ganz toll, um auch mal zu verstehen, wie Organisation und Gebilde sehr vereinfacht, weil er war ein sehr, ja, schaffensreicher Mensch sozusagen, wie einfach Organisationen auch zustande kommen. So, was wir jetzt hier sehen, ich habe natürlich nicht das Ziel hinterher, Sie dazu zu bewegen, irgendwelche organisationstheoretischen Ansätze auswendig zu lernen. Ich will Ihnen nur mal erstens mitgeben, es gibt nicht die Organisation, es gibt nicht die Organisationstheorie. Wir haben hier eine Unterscheidung, die stammt auch nicht von mir, sondern der Herr Schulte-Zuhausen hat nicht nur 95 ein bekanntes Buch rausgebracht, sondern es ist x-fach aufgelegt. Gewisse Sachen ändern sich, sage ich mal, grundlegend nicht. Dazu gehören eben diese Organisationstheorien. Ganz konkret haben wir so ganz klassische Ansätze. Der bekannteste ist hier dieser Bürokratieansatz von Max Wehmer. Wenn man danach googelt, dann findet man ja, umfangreichste, grundlegende Ideen, wie eine Organisation sich gestaltet. Dann haben wir auch auf der linken Seite eben diese grundsätzlichen Ansätze. Da gibt es eben ein paar klassische, verhaltensorientierte, entscheidungsorientierte und so weiter. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Der Hintergrund des Ganzen ist, dass natürlich auch gesellschaftliche Entwicklungen und auch die Betrachtung des Menschen als Produktionsfaktor sich über die Zeit natürlich verändert hat. Das heißt, während beispielsweise in der Industrialisierung der Mensch wie ein ganz normaler Produktionsfaktor einfach substituiert werden konnte durch eine Maschine und er auch als, sage ich mal, auch den Arbeitsumständen ja geschuldet, die man aus der Zeit kennt, einfach nur als Objekt der Umsetzung der Interessen des Kapitalgebers betrachtet wurde, hat sich das natürlich bis heute völlig verändert. Ja? Und das spiegelt sich hier wieder in diesen entsprechenden ja, Ausprägungen der organisationstheoretischen Ansätze. Ich habe jetzt hier mal nur zwei mal fett gemacht, weil wir nicht alle durchgehen wollen. Das eine ist dieses Scientific Management, das sagt schon der Name. Also scientific eben im Sinne von wissenschaftlich. Hier ist der Ansatz einfach, dass der Mensch und auch die Organisation wie ein, sage ich mal, Ablauf organisatorisches Konstrukt funktioniert, ein wirklich, sage ich mal, wissenschaftlicher Ansatz und dass Abläufe optimiert werden.
Dem entgegensteht genau hier unten dieser Human Relations Ansatz. Auch das einfach übersetzt ins Deutsche hat was mit dem Menschen zu tun. Nämlich der Ansatz, sich zu überlegen, dass der Mensch, also dieses, ja, Objekt Mensch, ganz spezifische Bedürfnisse hat und dass eben seine Betrachtung beispielsweise in der Organisation, Unternehmen einen eigenen Wert hat, um ihn zu motivieren beispielsweise, um ihn zu befähigen und damit, sage ich mal, den Output und den Outcome der Person auch wirklich im Sinne der Organisation zu erhöhen. Das heißt, beispielsweise jetzt mal deutlich unterschieden hier als, sage ich mal, reines Objekt im Sinne von Scientific Management, hier eher im Sinne von Human Relations Ansatz als Subjekt, als Person mit persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Und deswegen nur ein kleiner Ausschnitt hier. Es gibt diese Organisationstheorien, wie gesagt, ganz bekannt Max Weber. Wer von Ihnen später mal eine Bachelorarbeit oder eine Hausarbeit im Kontext vielleicht von Organisationsfragestellungen erstellen sollte, der wird über die Grundlagen von Max Weber, sage ich mal, oder um die Grundlagen von Max Weber gar nicht umhin können, diese wirklich zu betrachten und zu berücksichtigen. Also, was nehmen wir mit? Schauen Sie sich mal die Videos zunächst an. Organisationstheorien versuchen das Ganze zu erklären. Es gibt ganz viele, die auch vom, sage ich mal, gesellschaftlichen Umfeld und auch von den Rahmenbedingungen natürlich abhängig sind. Wenn ich natürlich ja, den Bedarf an Arbeitskräften hoch ist und wir wenig Arbeitskräfte am Markt haben, dann ist natürlich auch, sage ich mal, der die Auswirkung, dass man natürlich versucht, die Mitarbeiter ja zu befähigen beziehungsweise zu befriedigen, weil ich sonst eben meinen Arbeitskräftebedarf nicht wirklich befriedigen kann. Das heißt also auch Marktrahmenbedingungen spielen dabei entsprechend eine Rolle. Gehen wir mal einen Schritt weiter und natürlich müssen wir uns mal über die wichtigsten Begriffe unterhalten und da gibt es natürlich ein Begriffspaar, was man kennen sollte, nämlich einmal die Organisation und einmal das Organisieren. Das sind natürlich die beiden zentralen Begriffe, wenn wir über Organisation sprechen. Und wenn man über Organisation spricht, ich glaube, das leuchtet auch jedem ein, dann gibt es von dem reinen Organisationsbegriff her unterschiedliche Ausprägungen. Auch Sie benutzen ja Organisation im Sprachgebrauch öfter mal, da gehe ich fest von aus, auch in unterschiedlichen Zusammenhängen und Ausprägungen. Also, was kann dann eine Organisation sein? Es kann eine Organisation sein, wenn Sie in einem Sportverein sind, dann kann der Verein eine Organisation sein. Ich kann aber auch die, wenn Sie jetzt beispielsweise Fußball spielen, dann geht es um die Organisation des Spiels beispielsweise, die Aufstellung beispielsweise sind dann auch Formen der Organisation und an diesen kleinen Beispielen kann man schon erkennen, dass es einfach unterschiedliche Ausprägungen gibt. Deswegen auch, sage ich mal, keine mehr einzelne Definition des Begriffs Organisation. Man unterscheidet typischerweise auch da, sei nochmal betont, durch die umfangreiche Literatur gibt es natürlich wieder zahlreiche Möglichkeiten, Organisationen zu unterscheiden. Und wenn Sie mal ein Buch zur Organisation in die Hand nehmen, dann sind die meistens sehr, sehr umfangreich. Ich beschränke mich hier auf einmal auf den Begriff prozessual und einmal auf das Thema institutionell, auf diese Unterscheidung. Also prozessual heißt also immer gerichtet auf ein Ziel, auf eine Einheit und damit natürlich auf eine Gestaltung der Abläufe. Institutionell, wie es der Name auch schon sagt, ist es dann eben das Konstrukt, die Gestalt am Ende als Entwicklung eines Organisationsprozesses. Und das können Sie auch überall beobachten. Das muss man sich jetzt, kann man sich auch einfach vor Augen halten. Wenn man beispielsweise über einen Studiengang nachdenkt, dann geht es darum natürlich, was ist Gegenstand dieses Studiengangs? Was ist damit verbunden? Welche Inhalte sind damit verbunden?
Aus den Inhalten ergibt sich beispielsweise die Fragestellung, wie groß darf überhaupt die Gruppe sein, auch bei einzelnen Lehrveranstaltungen, um eben diese Lernziele, die für das Ziel, für die Lernziele des Studiengangs wirklich notwendig sind. Und so komme ich Schritt zu Schritt über den hier institutionellen Prozess, Ergebnis eines Organisationsprozesses zu einer Gestalt, die dann heißen kann, Verwaltungsinformatik Studiengang mit 35 Studienplätzen. Prozessual geht es, wie oben beschrieben, auch eben um die Gestaltung der Abläufe, also um die Frage, wie muss ich das Gesamtkonstrukt darstellen, um am Ende prozessual ausgerichtet als Organisation fungieren und funktionieren zu können. Diese Unterscheidung ist jetzt von mir nicht zum Spaß gewählt. Man hätte noch ein paar andere heranziehen können, sondern auch das begleitet uns dann wieder in den nächsten Semestern, nämlich bei dem Thema E-Government und digitale Transformation der Verwaltung. Denn Digitalisierung, ich will da nicht viel vorwegnehmen, hat was mit prozessualer Gestaltung der Abläufe zu tun. Das heißt, hier schließt sich auch der Kreis zwischen grundlegenden Überlegungen zur Organisation und zu dem, was Sie später dann auch in den weiteren Vorlesungen sehen und ja, bearbeiten müssen am Ende des Tages auch. Also hier die Unterscheidung prozessual und institutionell und organisieren, das ist schon fast naheliegend dann nach dem, was ich gerade gesagt habe, da geht es wirklich um das Strukturieren, um die Organisation von Prozessen und damit die gesamte Aufgaben, Gestaltung, sag ich mal. Und eins darf man sich gerade im Kontext der öffentlichen Verwaltung, das ist ganz, ganz wichtig, niemals vergessen. Und das werden Sie im Verwaltungsjargon, wenn Sie Ihre Praktikas machen oder wenn Sie dort schon gearbeitet haben oder die, die eine Vorausbildung in der Verwaltung haben, die werden das kennen. Deswegen sind hier diese drei Wörter oder die Anfangsbuchstaben auch groß geschrieben sozusagen. Wir haben hier eben Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung. Und diese drei, AKV-Prinzip steht da auch hinter, müssen eben ausgewogen festgelegt und überschneidungsfrei dargestellt sein. Das heißt, relativ einfach gesprochen, wir kommen zwar auf der Folgefolie oder auf den Folgefolien da nochmal drauf. Es geht darum, dass sich natürlich die Aufgabenwahrnehmung mit den dafür notwendigen Kompetenzen und der für die Ausführung notwendigen Verantwortung in Übereinstimmung bringe, weil nur dann kann ich diese Aufgabe auch wirklich wahrnehmen. Also, nehmen wir ein einfaches Beispiel, nehmen wir mal mich. Also, ich habe die Aufgabe, ja, Sie zu lehren oder Ihnen das möglichst gut beizubringen, sozusagen. Dafür brauche ich die Kompetenzen. Die Kompetenzen sind bei so einem Hochschulprofessor relativ klar geregelt. Für eine Fachhochschule braucht man Berufserfahrung, man muss promoviert haben, man muss auch eine Mindestnote bei der Promotion haben, man muss vorher Lehrerfahrung haben und so weiter. Also um die Aufgabe Hochschullehrer auszufüllen, brauche ich bestimmte Kompetenzen. Und jetzt kommt das Thema der Verantwortung. Gleichzeitig brauche ich natürlich die Verantwortung. Verantwortung kann in dem konkreten Fall eben auch bedeuten, dass ich dann auch für die Abnahme der Prüfung verantwortlich bin. Das bin ich ja auch in der Praxis. Und damit auch die Verantwortung übernehme natürlich dafür. Heißt beispielsweise auch, wenn Sie später dann ja, in den Arbeitsmarkt eintreten und Sie eben nicht befähigt sind im Sinne ja, des Modulhandbuchs, weil das ist das, was akkreditiert ist, dann ist es auch meine Verantwortung, dass ich eben Ihnen nicht das beigebracht und vielleicht abgeprüft habe, was wirklich notwendig gewesen ist. Das heißt, dieses AKV-Prinzip ist sachlogisch. Das ist eigentlich sowas von klar. Und wir kommen ja auch nochmal zu dem Thema, was ist ein Rechnungshof und welche Aufgaben hat ein Rechnungshof. Und Sie werden immer bei Prüfungen feststellen, dass eine Kernfrage immer ist, gibt es eine Deckungsgleichheit von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung? Das dürfen Sie auch nie wieder vergessen,
Sonst bestünde die Gefahr, dass Sie, wenn Sie später in der Verwaltung arbeiten, meine Qualifikation dann doch deutlich in Frage stellen, weil das ein ganz bekanntes Prinzip ist, was, wie gesagt, einleuchtend ist. Gehen wir jetzt konkret darauf ein, deswegen diese Folie hier. Sie sehen das nochmal jetzt aufgeteilt in diese drei Teile: Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung. Die Definition finden Sie auch schon in Ihrer Unterlage. Also bei der Aufgabe geht es um einen Aufgabenträger, der eben dauerhaft eine geltende Anforderung zur Verrichtung an Arbeitsobjekten und zur Erreichung bestimmter Ziele durchzuführen hat. Der Aufgabenträger kann natürlich dann immer auch ein Mensch sein, muss aber kein Mensch sein. Das kann auch eine Maschine sein. Also die Aufgaben sind ein ganz zentrales Element. Und hier schließt sich auch schon wieder die Frage, welche Aufgaben kommt denn unserer Verwaltung zu? Und wenn Sie sich ganz dunkel an die Vorlesung Verwaltungshandeln erinnern, was ich jetzt einfach mal hoffe, dann haben wir über exogene und endogene Aufgaben der Verwaltung gesprochen. Exogen sagt der Name von außen, also bei uns in dem Konstrukt, was ich Ihnen damals vorgestellt habe, die Gebietskörperschaft, bleiben wir bei einer Stadt oder so, ja, nehmen wir eine Stadt, das ist ganz gut, haben wir natürlich die Verwaltung der Stadt. Der Stadtrat beschließt, gewisse Maßnahmen durchzusetzen. Das sind die exogenen Ziele, die dann innerhalb eines Amtes oder einer Verwaltung, auch auf die Begriffe gehen wir in Kürze ein, dann eigenständig in endogene, in eigene Aufgaben umgesetzt werden. Und das sind dann die oben beschriebenen, also hier beschriebenen, vom Aufgabenträger wahrgenommen und so weiter, Verrichtung an Arbeitsobjekten. Also hier auch wieder die Verbindung zu unserer Vorlesung Verwaltungshandeln. Aufgabenträger als Einheit heißt eben auch, dass es eine Deckungsgleichheit gibt, dieser Aufgabenträger als Einheit. Das heißt, die Aufgabe wird dann von einer Maschine, von einem Beschäftigten und so weiter als gesamte Einheit und abgeschlossenes Element wahrgenommen. Das heißt, eine Aufgabe, die ich jetzt einem Aufgabenträger übertrage, die kann ich nicht auf zwei oder drei übertragen, weil dann zum Beispiel die Verantwortung gar nicht ganz unten übernommen werden kann. Das heißt, die Aufgabe wird immer ganz konkret einem Beschäftigten, bleiben wir es in dem Fall mal, als Einheit, als Gesamtheit übertragen. Was ist mit Verrichtung gemeint? Das heißt, eine Verrichtung ist immer die Zustandsveränderung eines Arbeitsobjekts. Damit ist gemeint, wenn Sie beispielsweise in einer, in einem IT-Bereich, die meisten von Ihnen kommen ja oder sind ja in dem Umfeld tätig, und Sie programmieren da irgendwas an einer Software, dann verändern Sie den Zustand dieses Arbeitsobjekts. Das ist mit Verrichtung gemeint. Das kann aber auch ganz kleine Kleinigkeiten sein, indem man einfach nur eine Unterschrift leistet. Auch dann habe ich natürlich am Arbeitsobjekt, nämlich diesem Dokument, eine Zustandsveränderung herbeigeführt. So, dann kommen wir zu den Zielen der Aufgaben. Also die Aufgaben ergeben sich ja hier aus den exogenen und endogenen Zielen. Die werden uns ja vorgegeben. Und damit geht es eben ganz konkret, und da schließt sich der Kreis wieder, um die Aufgaben als Ableitung aus den Organisationszielen. Auch da haben wir im Verwaltungshandel darüber gesprochen. Das heißt also, wir haben ganz spezifische, da hatten wir auch über bei exogenen und endogenen Zielen drüber gesprochen. Das hatten wir runterkaskadiert, also der Bundestag beschließt und so weiter. Das heißt, das Ziel, was wir, glaube ich, damals im Beispiel hatten, war ja die Versorgung mit Kindergartenplätzen oder sowas, hatten wir gesagt, die da bis ganz runter von Bundesebene gewollt als Ziel runterkaskadiert wird auf die kommunale Ebene. Das heißt, der Zusammenhang existiert natürlich immer im Kontext der Ziele und der Aufgaben. Machen wir ein anderes Beispiel dazu. Also, in einer Stadt, was ja nicht so ganz untypisch ist, sind die einzelnen Spielplätze
immer mit Hundekot übersät. Nehmen wir das mal als einfaches Beispiel. Also, was ist das Ziel des Stadtrats natürlich? Dass die Kinder dort wieder spielen können und der Hundekot dort nicht mehr ist. Das ist das Ziel. So. Wenn ich jetzt Leiter des Ordnungsamtes wäre, dann muss ich dieses Ziel, was mir vorgegeben wird, in eine Aufgabe übersetzen, mit einer Verrichtung versehen. Beispielsweise die Aufgabe, ganz konkret jetzt meine Mitarbeiter des Ordnungsamtes anzuweisen, dort täglich Streife zu laufen, um die ja, Hundehalter zu sensibilisieren, Strafen auszusprechen und damit eben das Ziel zu erreichen, die Verkotung der Spielplätze zu verhindern. Und das führe ich auch deswegen so ausdrücklich aus, weil das ist eigentlich der Kern, der Nukleus aller weiteren Überlegungen auch immer, sind diese grundlegenden Begriffe, die man dort einfach verstehen muss. Gehen wir weiter zu den Kompetenzen. Auch da ist jetzt hier schon definiert, was eigentlich Kompetenzen sind, nämlich die Rechte und Pflichten, die einem Aufgabenträger zugewiesen werden. Und ich hatte es gerade, das ist der zweite Halbsatz hier. Sie legitimieren ihn, Handlungen zur Erfüllung seiner Aufgaben vorzunehmen. Das habe ich ja gerade schon ausgeführt, nämlich dahingehend, dass ich in der Verantwortung wäre, die Prüfung abzunehmen und damit auch die Verantwortung übernehme für das Ergebnis bei Ihnen, sage ich mal, das Bildungsergebnis tatsächlich auch zu übernehmen. Dazu gehört auch das Kennzeichen einer Stelle. Wir kommen dann nochmal später drauf, was eine Stelle denn wirklich ausmacht. Denn die Stelle, also die Arbeitsstelle, ist eben auch dadurch definiert, dass wir Art und Umfang der zugewiesenen Kompetenzen auf einer Stelle subsumieren, also das heißt zusammenführen. Und deswegen im Folgenden nochmal auf die, gehen wir nochmal im Detail auf die Einheit Stelle oder auf diesen Begriff der Stelle ein. Deswegen will ich hier nicht zu weit vorgreifen. Der letzte Begriff hier, die Verantwortung, also ist dann die Verpflichtung eines Aufgabenträgers über die Erfüllung der seiner Stelle, ja, im Wege der Delegation, also was ihm übertragen wurde, Rechenschaft abzulegen. Meine Verantwortung, dass Sie befähigt werden. Das heißt, Rechenschaft ist die kommunizierte Verantwortung für das, was ich als Aufgabenträger tatsächlich getan habe. Das ist hier gemeint mit dem Begriff der Verantwortung. Deswegen eben auch Erklärung eines Akteurs über seine Entscheidungen, Handlungen und Unterlassungen. Genauso ist es ja bei uns auch, wenn wir jetzt wieder aus dieser Corona-Geschichte herauskommen, dann werden Sie das erleben. Wir haben an der Hochschule Hannover beispielsweise eben ein Evaluationssystem. Im Sommersemester werden dann Fragebögen ausgegeben im Rahmen der Vorlesung, damit der Rücklauf auch entsprechend hoch ist. Und Sie werden aufgefordert, dort die einzelnen Vorlesungen zu beurteilen. Und ganz konkret gesprochen ist es tatsächlich so, wenn, sage ich mal, diese Beurteilungen nicht besonders gut ausfallen, dann muss der ja, entsprechende Lehrende Rechenschaft darüber ablegen, warum das Evaluationsergebnis nicht gut ist. Das kann natürlich viele Gründe haben, ja? Also man kann sagen, die Gruppe mag den Dozierenden nicht. Aber also wirklich, es kann ja auch Gründe haben, die jetzt abseits des eigentlichen Lerninhalts liegen. Denn gehen wir mal ganz normal davon aus, Sie können ja als Studierende den Inhalt, den wirklichen konkreten Inhalt der Lehrveranstaltung überhaupt nicht beurteilen, weil sonst würden Sie da ja nicht sitzen, sozusagen. Viele Fragen drehen sich dann natürlich dabei um, sage ich mal, Organisation, Verständlichkeit und so weiter. Das kann man natürlich beurteilen. Ich will nur sagen, auch hier schließt sich wieder der Kreis, dass eben wirklich Verantwortung bedeutet, dass man sich dann auch entsprechend erklären muss. Das trifft Sie auch alle. Ja? Also wenn Sie später in der öffentlichen Verwaltung oder auch in der Privatwirtschaft, da gibt es jetzt wieder keine Unterscheidung, gibt es immer Beurteilungssysteme,
Benotungssysteme, Jahres- oder Halbjahresgespräche, wo auch Rechenschaft abgelegt werden muss, wo auch durchaus eine Höherdotierung ihrer Stelle dran hängen kann. Oder in der Privatwirtschaft ganz typisch eben auch Boni verteilt werden, also wo man dann auch wirklich bei guter Leistung entsprechend eine ja, Sondervergütung bekommen kann. Das ist nochmal ein anderes Thema in der öffentlichen Verwaltung. Es gibt zwar auch so grundsätzliche Prinzipien der leistungsorientierten Bezahlung, aber die sind im Vergleich, also die haben in der Regel wirklich keine steuernde Wirkung, weil sie so gering sind. Und im Vergleich zur Privatwirtschaft ist das ein komplett anderes System. Das muss man schon ganz deutlich ausführen. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Auch weitere Begriffe. Sie merken schon, wir brauchen am Anfang Begriffe. Und hier taucht erstmal dieser, naja, wie soll ich sagen, etwas krasse Begriff der Organisationsgewalt auf. Aber das ist relativ einfach zu verstehen, weil wir müssen uns ja die Frage stellen, wie kommen wir überhaupt zu einer Organisation? Wie kommen wir überhaupt dazu, eine Verwaltung zu gründen oder ein Amt zu begründen? Das liegt einfach darin, und das ist der Begriff Organisationsgewalt. Das ist nämlich die Rechtsmacht eines Verwaltungsträgers, Behörden oder sonstige Verwaltungseinheiten zu bilden, zu errichten, zu ändern oder abzuwickeln. Wodurch diese Rechtsmacht begründet ist, dazu mache ich natürlich keine Ausführungen. Das ist die Stärke natürlich entsprechend von Herrn Obermüller. Also, man merke sich, Organisationsgewalt ist einfach die Rechtsmacht, entsprechende Einheiten bilden, errichten und so weiter zu können. So, wer hat diese Rechtsmacht? Diese Rechtsmacht obliegt natürlich dem Staat aufgrund seiner staatlichen Souveränität, nämlich des gesamtstaatlichen Gebildes. Und da schließe ich natürlich an, wir haben ja im Verwaltungshandeln auch über Föderalismus schon gesprochen. Und natürlich kaskadiert sich dann diese Rechtsmacht logischerweise entlang der föderalen Strukturen und so weiter auf die Bundesländer, auf die Kommunen, auf die wir aber auch im Folgenden dann nochmal eingehen werden. So, was versteht man unter einer Verwaltungsgliederung? Da sehe ich gerade also einen Tippfehler. Was versteht man unter Verwaltungsgliederung? Hier steht schon, Verwaltungsgliederung ist die Gliederung der Verwaltung in Organisationseinheiten. Da haben wir einmal eine vertikale Ausprägung verschiedener hierarchischer Strukturen. Das heißt also von oben nach unten, deswegen vertikal, deswegen hierarchisch hier ausgedrückt. Und wir haben dann natürlich dazu die horizontale Gliederung. Und wenn Sie im Verwaltungshandeln schon einigermaßen aufgepasst haben, dann dürfte klar sein, die räumliche Gliederung ist wirklich, wenn man auf die bundesdeutsche Landkarte schaut. Dann haben wir irgendwie Bundesländer und dann haben wir da Landkreise und so weiter, auf die ich jetzt dann nicht sofort eingehen will, sondern später. Das heißt also hier die entsprechende Definition von Verwaltungsgliederung. So, jetzt kommen wir zu der Stelle. Ich habe es gesagt, wir werden das nochmal stärker ausführen, weil da eine ganze Menge dranhängt sozusagen an der Stelle. Und wir haben jetzt hier erstmal die Definition, das ist die kleinste organisatorische Einheit der Aufbauorganisation. Ich glaube, wenn ich Sie gefragt hätte, was verstehen Sie unter einer Stelle, dann hätten Sie jetzt nicht diese Definition gewählt, aber ich gehe davon aus, die meisten von Ihnen hätten es in dieser Form ähnlich beschrieben, dass es so eine kleine Einheit ist oder die kleinste Einheit, nämlich eine Arbeitsstelle sozusagen innerhalb einer Organisation. Was gehört dazu? Eben auf der Vorfolie schon angesprochen, diese Stelle entsteht durch Aufgaben, die ich der Stelle zuweise. Und dann habe ich erstmal natürlich die Stelle mit einer Aufgabe. Und dann kann ich diese Stelle eben personenbezogen einem Mitarbeiter zuweisen. Da ist die Verbindung jetzt hergestellt zwischen Aufgabe, Stelle und Personenbezogenheit, weil sie dann spezifische Aufgaben im Rahmen ihrer Stelle zu absolvieren haben. Und da hängen natürlich ganz viele weitere Dinge dran, wie beispielsweise die hierfür notwendige Qualifikation,
wie ich ja an dem Beispiel des Hochschulprofessors kurz beschrieben habe. Also, die Stelle ist damit auch eine abstrakte Form der Funktionszuweisung. Eine Stelle an sich ist erstmal nicht personenbezogen, sondern die Stelle bündelt die Aufgaben. Wer dann diese Stelle einnimmt, das kann heute Frau Müller, morgen Herr Schmid oder übermorgen keine Ahnung wer sein. Ja, das heißt, die Stelle wird dann einer Person zwar zugewiesen, aber ist eben von der Funktion her zu betrachten. Deswegen hier Stelle gleich abstrakte Form der Funktionszuweisung. So, die Stellenbeschreibung bestimmt natürlich die Inhalte. Stellenbeschreibung kennen Sie alle, nämlich aus dem ganz praktischen Blick. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, in Zeitungsannoncen, aber das macht man heute ja nicht mehr. Heute nutzt man ja entsprechende Online-Systeme, wo man entsprechend die Stellen sich anschauen kann und die Anforderungen dazu. Also, was weiß ich hier, was gibt es denn da so? Ach so, ja, das Land Niedersachsen hat ja eine eigene Stellenbörse, aber wir haben natürlich auch so, keine Ahnung, wie die alle heißen. Indeed macht gerade so viel Werbung und so weiter. So, jetzt nur eine kleine Auswahl, was gehört denn zu diesen Stellenbeschreibungen? Auch da gehört natürlich viel, viel mehr noch zu. Also einmal eine Bezeichnung, ich glaube, das ist klar. Also was ist Gegenstand dieser einzelnen Stelle, daher die Bezeichnung. Interessanterweise übrigens auch aus der Praxis gesprochen, die Verwaltung oder die meisten Stellen in der Verwaltung, das wissen Sie, haben ein, naja, ganz oft eine more or less unsexy Bezeichnung ihrer Stellen. So. Deswegen gehen große Verwaltungen oder auch große IT-Einheiten von Verwaltungen, also gerade auf Bundesebene, dazu über, diese Stellenbezeichnung wirklich auch, ich sag mal, aufzuhübschen. Da steht dann auf einmal IT-Engineer oder IT-Manager und so weiter, obwohl dahinter sich dann ganz normal auch nur, sage ich mal, eine Stelle als Verwaltungsinformatiker liegt sozusagen. Das heißt, auch da ist es natürlich erstmal auch ein Marketing-Aspekt, wie man sich hinterher natürlich auch auf seiner Visitenkarte nennen darf. Das muss man doch ganz klar sehen. Und das haben natürlich die Unternehmen schon lange erkannt. Wenn Sie heute sich so die ganz einfachen Tätigkeiten sogar in der freien Wirtschaft anschauen, die haben ganz tolle Begriffe und wenn man nachfragt, was die machen, dann ist es sehr dünne. Und da es eben aber auch ums Verkaufen geht, kann man beobachten, dass selbst die Verwaltung es geschafft hat, hier mal, wie soll ich sagen, neue Wege zu beschreiten. So, klar muss diese Stelle in irgendeine Hierarchie eingeordnet werden. Auch das ganz klares Eigenschaft in der Verwaltung. Das sehen Sie, das ist dann mal gesagt, beispielsweise durch die Besoldungs- und Vergütungsgruppen, auf die wir noch eingehen werden, ist ja schon klar, in welcher Form der Hierarchie man sich bewegt. In den Stellenbeschreibungen der Privatwirtschaft wird das auch immer entsprechend natürlich herausgearbeitet. Da spielt auch eine große Rolle eben die Leitungsspanne beispielsweise. Das heißt also, für wie viele Mitarbeiter bin ich verantwortlich. Weiterer Aspekt sind natürlich die Aufgaben, über die wir gerade schon gesprochen haben. Die werden dort entsprechend aufgelistet, beschrieben. Das ist eigentlich im Kern das, worauf man sich natürlich auch bei einer solchen Stellenbeschreibung stürzt. Ist es für mich interessant und kann ich es denn auch erfüllen? Dazu gehören natürlich auch die notwendigen Befugnisse, wobei die Befugnisse, das muss man nochmal ganz deutlich sagen, für die Privatwirtschaft noch von größerer Bedeutung sind, nämlich wie viel kann ich denn allein entscheiden und wie viel kann ich eben nicht allein entscheiden. In der Verwaltung gestaltet sich das ein Stück weit anders. Wir haben ja, und das werden wir nochmal im Detail sehen, eben typischerweise eine sehr hierarchische Aufbauorganisation, die sich auch daraus begründet und auch sehr nachvollziehbar ist. Und haben aber im Umkehrschluss und haben auch einen sogenannten Geschäftsverteilungsplan, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, wo eigentlich alles geregelt ist. Das heißt, man kann über Befugnisse in einer Verwaltung quasi in einem
Vorstellungsgespräch nicht verhandeln. Das ist eigentlich fast nicht machbar. Und dann geht es natürlich um die Vergütung, das ist klar. In der öffentlichen Verwaltung, das wissen Sie auch, wird in der, also ich wüsste nicht, dass es nicht so wäre, wird ganz klar gesagt, welche Vergütungsgruppe dort in Frage kommt. Damit weiß man eigentlich, was man kriegt. Na klar, hängt das immer noch mal davon ab. Auch darüber werden wir noch sprechen, wie ich persönlich, ja, welche Lebenssituation ich habe. Als Beamter kriegen Sie noch mal Zuschläge für Kinder, wenn Sie verheiratet sind, noch einen Familienzuschlag und so weiter. Das ist aber abhängig dann von Ihrem Familienstand sozusagen. Manchmal finden Sie auch dann in den Stellen Ausschreibungen, so Bandbreiten, also E10 bis E11, das kann dann von dem Vorhintergrund beispielsweise auch abhängen. Also was haben Sie vorher schon gemacht, was befähigt Sie in besonderer Weise hier für diese Stelle. Und deswegen können solche Aspekte hier natürlich auch eine entsprechende Rolle spielen. Gut. Dann hier nun mal so ein Exkurs, nämlich ein Beispiel eines Stellenangebots. Das hatte ich damals mal rausgenommen, weil es so gut passte von der Leibniz-Universität aus Hannover auch direkt um die Ecke sozusagen. Und die Merkmale, die ich hier gerade angesprochen habe, die findet man hier alle. Nämlich eben hier ist die Besoldungs- und Vergütungsgruppe eine A14. Wir haben hier die Tätigkeitsbeschreibung. Also worum geht es eigentlich im Inhalt? Hier auch nochmal das Thema der Befristung oder unbefristeten Stelle, was wir ja auch in der Verwaltung oder nicht nur in der Verwaltung, auch in der privaten Wirtschaft eine wichtige Rolle für einen persönlich natürlich auch spielt. Gleichwohl muss man ja ganz klar sagen, durch den Arbeitskräftemangel und die Nachfrage in den letzten Jahren sind es ja fast nur noch unbefristete Stellen. Das ist ja auch ein großes Thema der befristeten Stellen im öffentlichen Dienst, wenn Sie das verfolgen, wird da sehr, sehr deutlich drum gestritten, gerade im Bereich der Hochschulen, nämlich dass diese wissenschaftlichen Tätigkeiten immer nur befristet sind. Aber das ist eine Grundsatzdiskussion, die ich hier nicht führen will, weil natürlich Wissenschaft eben nicht von einer Lebenszeitprinzip geprägt sein kann, weil wo sollen dann der Anreiz noch bestehen, sich weiterzuentwickeln, weitere Forschung anzustellen, sich weiter zu qualifizieren an bekannteren Universitäten und so weiter. So, ich will jetzt hier nicht auf die Details eingehen. Wir haben hier ganz klare Aufgabenbeschreibung, was zu tun ist und eben die Einstellungsvoraussetzung, nämlich hier so ein Universitätsstudium und so weiter und so weiter. Genau, damit will ich es erstmal bewenden lassen hier für dieses erste Video. Und wir haben hier, was sollte man nochmal mitnehmen als kurze Rückmeldung? Wir haben hier eben diese grundlegenden Begriffe Organisationsgewalt, Verwaltungsgliederung und Stelle. Das sollte man sich auf jeden Fall vergegenwärtigen. Hier diesen Zusammenhang von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung und die beiden grundsätzlichen Begriffe Organisation und Organisieren sollte man sich verinnerlichen. Und verstanden haben, dass es eben Organisationstheorien gibt, die versuchen, das Ganze zu erklären. Auf der anderen Seite aber auch immer gesellschaftlich, entwicklungstechnisch zu betrachten und einzuordnen sind. Und sicherlich der bekannteste ist hier der Ansatz von Max Weber. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.